Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Ich habe geguckt, wie viele Schrauben wir haben. Wir haben 13 Schrauben, das heißt, einen Teil können wir noch bauen, wenn wir hier irgendwann mal was bauen können. Und wir könnten eigentlich unsere Türen ersetzen, rein theoretisch. Wir haben jetzt nämlich voll funktionsfähige Türen. Ja, die nicht. Ja, die. Und die. Ah, ein paar Türen haben wir auf jeden Fall. Die muss man alle kaufen. Die könnte man noch freischalten. Ich könnte mir hier so eine schicke weiße Tür basteln. Aber ich kann das hier nicht. Kann ich das verändern? Blaupause. Okay. Keine Ahnung, was das bringt. Höchstwahrscheinlich kann ich eine Blaupause herstellen und dann das Ganze nochmal neu machen. Bearbeiten. Ersetzen. Ah. Hatten wir nicht eine weiße Tür zur Verfügung? Nehmen wir eine normale Tür, so. Tür, yeah! Aber sie geht jetzt irgendwie nach außen auf. Aber egal, passt. So, aber deswegen sind wir nicht hergekommen. Können wir eigentlich mittlerweile so eine... Nein, können wir immer noch nicht. Zwei Variationen, beide haben wir nicht. Ach ja. Was ist das? Laborstation, Bastelwerkstatt, Waffen, Rüstung, Kochstation, ja, haben wir alles. Ach so, ja gut. Gibt noch verschiedene Ausführungen davon. Aber gut, 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 gut. Dann nehmen wir das nächste uns vor, und zwar... halt, modifizieren. Könnte sein, dass wir jetzt drei Schrauben verschwenden. Das wäre natürlich ein bisschen blöd. Aber, totale Katastrophe. Kleber. Aber ich könnte den Schaden noch verbessern. Kolben kann ich noch verbessern. Ich könnte die Präzision noch verbessern. Standardmagazin. Also wäre immer noch von der Feuerrate hoch. Ich kann es nicht umstellen. Naja, ich nehme ihn trotzdem mit. Einfach weil ich kann. Bis wir keine Munition mehr haben, weil 10 mm. Ja, ist jetzt nicht mehr so wichtig, ne? So. Nette Gerätschaft. Definitiv. Essen wir mal kurz was. Was habe ich da jetzt gemacht? Okay. Die Steuerung ist manchmal ein bisschen abgefahren. So, gekochtes Fleischchen fressen. Wasser abholen. Und nun kümmern wir uns um den Angler. Okay, fast am Sterben. Das ist eine tägliche Mission, die ich mag. Da geht's um Töten. Nein, nicht deswegen, weil... Da wird es höchstwahrscheinlich sein, dass du immer andere Tiere töten musst. Nicht immer dieselben. Das ist ein bisschen abwechslungsreicher als Sammlewasser. Oder Sammlewasserdaten. Oder schubse die... die radioaktiven Fässer ins Wasser. So. Alter, diese Radioaktivität hier, ne? Der Tod? Ja, jemand hat den Sturm gebracht.
Und den Snelly Gäste auch. Aber irgendwas ist hier. Supermutanten sind auch tot. Oh, das ist noch ein Snelly Gäste. Ja, wir suchen hier einen Angler. Wettskorpion. Okay. Wo ist jetzt der Angler? Hier, der Spieler war gerade da. Okay, wir haben noch ziemlich viel Platz, um hier einzufinden. Ich geh einfach im Fussel vor meiner Fresse rum. Aerosolierer. Keine Ahnung, was der bringt. Das ist ein Biber. Vielleicht macht er die Luft frisch. Ich habe jetzt alles kaputt gemacht. Die Welt geht zugrunde, weil ich den Knopf gedrückt habe. Albilo-Angler. Problem ist, dass da noch ein zweiter ist. Oh. Kann ich den verbrennen? Oh, das ist die falsche Waffe. Ich habe keine Rüstung an. Das ist unfair, ein unfairer Kampf. Oh. Töte Wasserkreaturen. Und das ist der Nachteil, wenn man alles ausziehen muss. Oh. Eine Sache konnte ich reparieren. Oh, so eine Hirschkühe. Alles in Ordnung. Kleber, ja. Können wir mal die letzte Sache auch noch reparieren? Das wäre schön. So, dann widmen wir uns jetzt dem Red Skorpion, den wir auf die gleiche Art und Weise töten. Allerdings werden wir vorher totale Katastrophe ausrüsten und dann den hier. Ich weiß noch nicht, wie viel die totale Katastrophe an Schaden machen wird. Und ziehe jetzt schon mal die Sachen aus. Aber wir werden es sehen. Oh, wir haben nur einen Sender verloren. Ich dachte, hinter mir ist irgendwas. Ich habe Schritte gehört und plötzlich... Bin so ein bisschen angespannt hier in der Gegend. Vor allem bei Dunkelheit. Und Schnee? Das ist aber schnell eskaliert hier. Liegt das daran, dass ich den Knopf gedrückt habe? Ist es kälter geworden? Habe ich die ganze Welt verdichtet? Man weiß es nicht. Sprengstoffkiste, nein. Ach, ich habe vergessen, in den letzten Folgen die Gesundheitsdinger immer wieder neu zu durchsuchen. Ist mir gerade erst wieder eingefallen, dass es geht, als ich den Behälter gerade angeguckt habe. Naja. Warum ist das hier so hell? Oh. Ich verstehe. Radioaktivität. Okay, alles gut. Ich dachte schon, wir kommen jetzt in ein radioaktives Gebiet. Puh. Ich glaube, da hinten war eins. Wir hatten doch hier mal einen Spieler verfolgt und hatten radioaktive Probleme. Oh. Junge.
Wieso steht da die ganze Zeit Vorsicht? Ist hier das Kraftmonster irgendwo in der Nähe? Oh. Ich glaube, die waren böse. Hoppala. Oh, wir sind schon im Gebiet. Jetzt müssen wir aufpassen. Verbrannter Gläubiger. Okay. Oh. Hallo, Mr. Red Skorpion. Das gefällt mir nicht. Hinter mir ist irgendwas. Ja. Okay, das bringt einen Scheiß. Oh Gott, er gräbt sich ein. Oh Gott. Haha! Oh. Scheiße. Ey, ich weiß, wo du bist. Ich sehe dich doch. Wo ist eigentlich der zweite? Bitte erschreck mich nicht. Wo ist der Penner? Vorsicht. Ah. Ja, das war kein Bildproblem. Ah. Boah, WTF! Trifft er mich noch, ey. Ach Mann, das ist doch nicht dein scheiß Ernst, Mann. Ich sehe dich doch. Ach, die waren die ganze Zeit zu zweit. Das ist ein und dasselbe gewesen. Das war ein Red Skorpion, oder? Ja. Danke dir, Spiel. Ich danke dir. Schrotpatrone. Wow. Ist, beste Loot aller Zeiten. Immer noch Vorsicht. Ja. Ist einfach verbuggt, glaube ich. Okay. Besorge neue Papierziele. Okay, Gegner haben wir hier schon gesehen. Aber ich glaube, hier müssen wir gar nicht rein. Das ist eine tägliche Quest. Oh Gott. Lohnt sich nicht mal. Kiste mit Schießzielen. Abgestürzte Raumstation. Okay, ja gut, können wir ignorieren, weil diese Station sieht ziemlich wichtig aus. Die wird höchstwahrscheinlich noch in einer Quest auftauchen. Obwohl ich gerne mal hier wo reingehen möchte. Ah, jetzt muss ich die Ziele auch noch unzugänglich, okay. Jetzt muss ich die Ziele auch noch abgeben. Das hört sich nicht gut an.
Okay. Jetzt weiß ich, was der Typ hier gemacht hat, als wir ihn gesucht haben. Er ist auch hier lang gelaufen. Ein Biber. Ein Wesen, das mir gefällt. Es will mich nicht töten. Aber es ist im Weg. Pass auf, vielleicht kommt Karma um die Ecke und dann gibt's aufs Maul. Siehst doch, komm. Ein Snelligaster-Lager. Die lassen wir mal in Ruhe. Also ich sehe es jetzt nicht ein, dass ich die töten muss. Ich zweifle eh, dass es da gute Sachen gibt. Oh, ich bin wieder versteckt. Was? Also hat mich doch vielleicht ein legendäres Viech gesehen. Was war das denn? Achso, war's da. Okay, bis hier sind wir schon mal gekommen. Oh, ein friedliches Lager. Koordinator der Konföderation. Willkommen zur historischen Stätte Brigitte's Fort. Okay. Hauptsache ihr bleibt nett, wenn ich hier irgendwas repariere. Tja, was gibt's jetzt hier so Tolles? Da habe ich jetzt übrigens auch die Powerrüstung wieder abgelegt fürs Erste. Oh, Munition und alles. Weißt du, das sind Quests, die mir gefallen. Plus 1 Wahrnehmung. Das sind Dinge, die wir später alles tragen müssen. Oh, die kann ich jetzt schon tragen. Das ist ein Brustteil, was wir eh nicht mehr haben. Oh, unser Brustteil ist eigentlich besser. Naja. Nehmen wir erstmal die Wahrnehmung hin. So, dann... Wahrnehmung, Perception, ne? Okay. Achso, das heißt das, was ich ausgerüstet habe. Ich habe doch plus 1 Wahrnehmung. Was soll denn der Scheiß jetzt? Was bringt mir das, wenn ich das... Okay, Wahrnehmung beeinflusst das Erfassen von Gegnern in der Nähe, die Fähigkeiten Schleichbewegung zu entdecken und die Waffenpräzision im Watz. Okay, ich habe eigentlich gehofft, dass ich da eine neue Karte dazu tun kann, aber da das nicht der Fall ist, werden wir es im Late Game auch nicht tragen. Was für ein Scheiß. Das Einzige, was ich tragen werde, ist Stärke. Naja. So viel dazu. Okay, eine Quest haben wir noch. Und dafür geben wir das hier ab. Da läuft Musik. Könnte mich hier auch an dieser Ecke noch ein bisschen umsehen, ne? Mal ganz in die Ecke laufen, gucken, was passiert. Wir sind hier noch in keine Ecke gelaufen, ne, in diesem Spiel. Aber mal schauen, was passiert, wenn wir versuchen, die Gegend zu verlassen. Grün! Appalachia ist tot! Wenn wir Appalachia verlassen, lebt alles. Oh mein Gott. Jetzt gedacht. Oh, hier ist der provisorische Zaun wieder mal. Oh, okay. Unsichtbare Mauer. Ja gut.
Ja, wir haben jetzt noch so ein Ding hier irgendwo auf der Karte. Was ist doch da? Guck mal hier. Standort Charlie. Guck mal, das ist noch ein Freizeitpark, glaube ich. Also gut, dann würde ich sagen, geben wir die Quest ab und dann gucken wir, was wir als nächstes machen. Ich weiß es selber noch nicht. Ich werde danach die Folge beenden, ausnahmsweise mal rechtzeitig und ja. Da muss ich gucken. Vielleicht ein bisschen durch die Gegend laufen, erkunden, neue Quests suchen. Weil irgendwie mit der Hauptquest kommen wir auch nicht voran, ne? Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Warum sind denn die Atombomben noch nicht gefallen? Die waren doch schon bei Sons of Dane. Weil die hatten wahrscheinlich die Möglichkeit, das Ganze auch zu entschärfen, ne? Lass mich raten, die Kakerlakenviecher sind wieder da. Nicht nur Kakerlaken. Na, guck mal, plötzlich wird er aggressiv. Yeah. So, wieder eine Quest erledigt. Aber ist der geil. Ist okay, ist okay. Ja, also ich habe jetzt die Möglichkeit rumzulaufen und nach Radiosendern zu gucken. Rose. Wenn Sie Interesse haben, sich der gefährlichsten Verbrecherbande im Ödland anzuschließen, finden Sie mich Stimmt. in Top of the World. Kennsüchtige willkommen. Schnorrer brauchen sich gar nicht erst bewerben, außer sie schnorren bei irgendeinem anderen armen Trottel. In dem Fall ist mir das scheißegal. Oh nein, ich habe jetzt noch eine von den Scheißkarten genommen. Wenn ich den jetzt ausrüste, sag mir bitte, dass ich 15 mehr Schaden mache. Nein, es geht nicht, ich kann sie nur aus. Ich habe ein Level verschwendet. Ich wusste nicht, dass das geht. Ich dachte, oh, ich wollte einfach nur aus Spaß drauf drücken, um zu gucken, was passiert, wenn ich die schon habe. Als Maul. Ich fange neu an. Oh, wie doof. Oh, wie doof. Oh, wie doof. Oh, wie doof. Oh mein Gott. Oh, nein. Haut rein, neue Leute. Wir sehen uns morgen. Vielleicht geht's wieder besser.